Als Austragungsort für Weltmeisterschaften erprobt, beherbergte St. Anton diesmal den Synchro-Ski-Weltcup. Jeweils zwei Zweimann-Teams treten gleichzeitig im K.O.-System gegeneinander an und machen über die Zeit und die Synchronität den Sieger untereinander aus. Also unser Ziel ist es wirklich für Rennläufer, die jetzt wie gesagt nicht ganz ein Hirscher oder sonst irgendwo Weltcup-Siegerniveau erreichen, aber trotzdem sehr gute Skifahrer sind, einfach diese Plattform noch weiter auszubauen, um wirklich Preisgeld zu bezahlen für diese Teams. Jetzt haben wir natürlich Partner, die uns da dabei unterstützen und ohne den wäre es nicht möglich. Nicht? Jeder, der das zum ersten Mal gesehen hat, wenn da vier Personen dann gemeinsam runterfahren, jetzt ist das Parallelformat schon gut und zirkt beim Publikum. Da sind aber Vierer auf der Strecke. Jetzt ist noch mehr Entertainment, noch mehr Spannung, noch mehr Action da drinnen. Und wir hoffen, dass wir einfach mit unseren Maßnahmen, die wir in Zukunft schaffen, einfach noch mehr Leute und noch mehr Teams anlocken. Und mir persönlich ist es auch ein Anliegen, dass wir auch weibliche Teams anlocken. Wir hoffen, dass wir viele andere Mädels dazu aktivieren können und dass sie mitmachen und dass wir ein eigenes Mädels-Team haben. Und dann haben wir einen eigenen Wettkampf und das war dann lustig. Aber war eine super Erfahrung, war cool. Dynamik, Ästhetik, Schnelligkeit, ein wunderbarer Sport, wo die Zuschauer auch was davon haben, weil sie nicht nur Zeiten vergleichen, sondern auch wirklich sehen, wie synchron und wie perfekt die Leute auf dem Ski stehen, auf so einem schwierigen, kurzen, aber steilen Hang. Ja, gegangen ist es super eigentlich. Ja, mit dem zweiten Platz sind wir vollkommen zufrieden und waren eigentlich für die Temperaturen super Verhältnisse, muss man echt sagen. Na, da los, sind wir zufrieden. Mir hat es gut gefallen. Ja, das erste Mal mit dem Andi am Start. Gleich ein zweiter Platz, glaube ich, haben wir uns ganz gut geschlagen. Ich meine, ich muss als erstes möchte ich mal Danke sagen an meinen Bruder, weil das ist, der hat uns die Ski gemacht. Der ist eigentlich Servicemann im Europacup, im Abfahrtsteam von der Japaner. Und er hat sich voll reingekniet, hat den Urlaub gehabt, eine Woche, hat uns die Ski gemacht und das war ein Traum. Die Ski ist gegangen wie die Feuerwehr und ja. Unser Ziel war, alle mal im Heimhang gewinnen. Oder das Ziel war, alle, dass da mal ein Synchro ist und dass wir jetzt natürlich gleich gewinnen. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir uns gewünscht haben.